Hallo und willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession von Let's Play Minecraft. Mit mir, dem Kirsch. So, weiter geht's. Warum stehe ich hier oben? Warum habe ich hier oben meine Plattform gebaut? Ja, ich habe nichts bei auf Screen gemacht. Doch, ein was. Ich war angeln. Ja, ich könnte sie wieder nicht lassen. So, ja, warum? Ich habe ja gesagt, ich möchte gern ein Pixart hier hin machen. Allerdings, das ist wirklich zu groß, weil am Ende muss das 50 Blöcke lang werden. Das wäre dann vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Deswegen werden wir hier nach und nach mehrere Häuser setzen, sozusagen eine eigene kleine Stadt bauen. Wir werden höchstwahrscheinlich da zwei Ebenen runter oder drei, das dann halt nach und nach angleichen. Und der Turm bleibt auch erstmal stehen. Fackel drauf. Autsch. Das war knapp. Merken, ich muss ja einen sich besseren Turm hinbauen. Des Weiteren habe ich ein paar Level. Das heißt, wir werden uns vielleicht mal ein paar Zieherwerkzeuge machen. Wie zum Beispiel eine Axt, ein Schwert und eine Schaufel. Das sind im Grunde genommen ja sechs Emeralds, Diamanten, die wir benötigen. 20 Hammer. Also ganz entspannt. Des Weiteren lasse ich gerade hier noch den Stein durchbrennen. Das nehmen wir dann mit in unser Vornamen los. Wir haben noch ein Stack Eisen. Das hatte ich ja noch unten in der Mine rausgeholt. Können wir auch gleich mal durchbrennen. Habe ich sonst hier noch irgendwo Kohle? Außer die Kohleblöcke. 7 Stück. Langt. Perfekt. So. Ferdi steht noch da drüben. Müssen wir noch holen. Ich habe noch ein paar Bücher gemacht. Also wir brauchen jetzt 6 Diamanten. Dann machen wir uns erstmal ein Diamantschwert. Die werden wir natürlich aufbrauchen, keine Sorge. Schaufel und Axt. Da fehlt noch ein Stock. So, die können wir nämlich gegebenenfalls auf Level 30 verzaubern. Wenn es was Schönes gibt, versteht sich. Muss sagen, die Kamera nicht wundern, ist immer noch ungewohnt für mich. So, ich habe schon ein bisschen Holz mitgenommen. Erde kann ich wieder in die Erdkiste hauen. So, Lapis. Oder meinen Helm noch aufsetzen. Die Rüstung machen wir dann später. Da lang geht es erstmal die Eisenrüstung. Also was Besonderes habe ich jetzt nicht rausbekommen bei den Angeln. Das war eigentlich bloß wegen Level mal ein bisschen. Verzauberungsbereich. So, Zauber. Wir brauchen Lapis. Wir haben ja ein Buch mit Sharpness 1. Bücher habe ich ja noch ein paar hier mit. Wir gucken mal. Fire Aspect 1. Ist eigentlich gut. Das heißt, sie brennen. Sharpness 3 und Fire Aspect 1. Gut, nehmen wir. Dann haben wir hier die Axt Unbreaking 3. Das Gears. Fortune 2 und Efficiency. Gut, Fortune brauchen wir jetzt hier drauf nicht unbedingt. Das ist eigentlich auch schon gut. Efficiency 4. Aber wenn wir dann noch Mending haben, einwandfrei. Ich kann ja einfach mal gucken, was ich jetzt für ein Level 3. Power 4. So, wir haben jetzt noch 30 Level. Dann gucken wir nochmal ein Buch. Quick Charge. Nee. Dann lasse ich das lieber für Mending-Bücher zum Verzaubern. So, die bleiben aber mal. Nehmen die noch ein paar mit. Da können wir vielleicht dann noch einen 1-2 Librarian Bibliothekare. So. Bibliothekare machen. Hier könnte vielleicht noch Unbreaking gut sein. Oder glaube ich gerade wieder Nacht. Da können wir ja mal kurz in unsere verzauberte Buchkiste gucken. Unbreaking 3 könnten wir noch auf die Schaufel machen. Und vielleicht halt noch einmal Unbreaking 3, wenn wir finden. Auf das Schwert. Ja, ich weiß, es ist natürlich jetzt wieder ein Level, die wir verbrauchen, aber dafür haben wir die dann relativ gut. Hoffen, dass er noch hält. Unbreaking 3, sehr schön.
und Unbreaking 3. Das heißt, wir können auf jeden Fall die Schaufel noch zu Ende machen, dann haben wir die Axt noch zu Ende machen, dann haben wir die und Schwerter auch noch. So, gut. Dann fange ich erstmal die Steaks noch weg. Überflüssigen. Die nehme ich mit. Samen hätte ich noch oben reinpacken können. Sei es drum, das Emerald nehme ich mit wegen Handeln. Coole Blöcke. So, an sich habe ich jetzt hier keine weiteren Steine. Das heißt, die nehmen wir mit. Jetzt gleich mal noch 25 holen. Schön. Erde brauche ich nicht, weil ich werde das ausbauen. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall den Grindstone, haben wir ja schon drüben. Noch was brauchen wir noch was. Ich gucke nochmal oben ins Haus. Vielleicht finden wir was. Beziehungsweise können wir noch was gebrauchen. Dann haben wir noch ein bisschen Erde. Können wir gleich mal kompostieren. Aber Knochenmehl. So, aber ansonsten. Das könnte man wiederum zum Ernten nehmen hier. Ich muss sogar mehr raus. Wenn ich dann das Mending-Buch habe, muss ich das auf jeden Fall. Die macht es anscheinend nur bei Samen. Mögen gut. Ernten wir mal hier. Die sind ja alle fertig. Bis auf eins, das war am Anfang war. So, da können wir das nämlich auch noch zum Handeln mitnehmen und die Samen dann auch noch verkaufen. Samen kompostieren, so, Entschuldigung, Schwersprache kennen wir ja alle. So, Mikrofon ist an, ihr seid da, ich bin auch zu sehen, wunderbar. So, ich weiß allerdings jetzt gerade nicht, in welche Folgenummer wir gerade haben. Ich bin dann irgendwie rausgekommen jetzt, wir müssten jetzt schon Juni haben. Von daher bin ich eigentlich gut gestellt. So. Samen. Verkaufen. Habe ich hier noch welche drin? Nö. Ja, die müssen dann auf jeden Fall auch noch weg demnächst. Muss ich das mal schöner einordnen. Genau, das war ja der, den wir nicht benutzen konnten. Da werden wir auch die Schaufel nehmen, wenn wir hier ein bisschen Terraforming machen. Unsere Kühe müssen wir noch in den Stall bauen. Wir machen uns erstmal jetzt ans Ohr. Wir bauen dann mal noch ein paar, beziehungsweise ein großes Gemeinschaftshaus für die Dorfbewohner. Ja, wegen unserer Pferdchenbraum ist immer noch offen, Namenswünsche. Beziehungsweise da ich ein bisschen im Voraus aufnehme, ist es gut. So, Pferdi. Muss aufpassen, dass ich hier nicht ins Wasser falle. Deswegen würde ich das dann später dann hier auf jeden Fall abtragen. Weil es sieht auch dann relativ eben aus. Haben wir zwar dann hier ein bisschen was mehr abzutragen, aber das schadet ja dann nichts. Können sie halt dann wirklich Stück für Stück machen hier das Wasser. So. Auf nach Punkt, Punkt, Punkt. Genau, nur überlegen, was ich hier noch mache. Ob ich da was mache. Oder dann bloß einen kleinen Teilchen setze. Denn das Lagerhaus müssen wir auch noch machen. Aber jetzt machen wir uns erstmal beim Fonds weiter dran. Ach, das sieht so schön aus. Bin vollkommen zufrieden mit mir. Voll honk. Hab das Bett vergessen. Da muss ich mir halt mal ein Bett von denen nehmen. Sind ja eh ein paar mehr da, von daher. So, wenn es jetzt mal ruckelt, ich habe mal hier die Renderdistanz auf 24 Chunks hochgenommen. Also nicht verwundert sein.
Jo, mit dir kann ich ja das nicht handeln. Ich habe ja auch noch ein bisschen Stein, das ist schön. So, jetzt mal gerade den anderen Farmer. Jetzt mal die Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Bibliothekar haben, der zweimal die gleichen Bücher verkauft? Wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit? So, unser Pfeilhändler. Aber wo ist jetzt der Farmer, der andere? Da hinten. Da hinten ist der Farmer. So, 5 haben wir ja noch da. Das heißt, wir können auf jeden Fall voll traden. Bin zufrieden. Da fehlen dann nicht mehr viele für unseren. Fürs nächste Mending-Buch. Jetzt bloß gerade mal überlegen, welches Haus erstmal wegkommt. 7 Emeralds, das ist sehr schön. Und du bist ja auch der, der Kürbisse handelt. Naja, gut. Können wir demnächst mal machen. So, du bist ja unser schöner. Du bist ein neuer Fletcher. Aber ich denke, oder? Wie viel nimmst du für einen? Auch 32. Fletchy. 32, ja. Ach ja, mir fällt es gerade wieder auf. Ressource-Pack. Entschuldigung. Das Ressourcen-Pack hat gefehlt. Gerade gemerkt. Und das ist immer gut. Immer mal eine Lampenfolge ohne Ressourcenpack umgelaufen. Viel besser. Gut, welches Haus kommt weg? Und auch die Frage, wie mache ich das hier mit den Wegen so? Dass ich das hier so hin und setze dann die Häuser hier hin. Dass dann halt die Häuser auf jeden Fall hier wegkommen. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall eine Kiste, wo ich alles reinpacken kann, wo auch die Sachen von dem Haus erstmal reinkommen, was ich abbaue. So, keine Sorge, das wird ja dann wieder aufgebaut. So. Alles klar. So. Wir können ja quasi ein Reihenhaus machen. Bin gerade am Überlegen, wie ich es am schlauesten appreziere. So, wenn wir das mal hier das Dach komplett abholzen, aber die jetzt kaputt, können wir die hier nehmen, die dann doch gleich mal etwas zügiger geht. So, vielleicht machen wir ein großes Haus, wo wir halt einige Betten drin haben dann. Vielleicht arbeiten wir auch ein bisschen mit Bruchstein. Denken wir sogar, den Rest können wir hier abbauen. Der Bildtisch wäre jetzt vielleicht sogar schon Silk-Touch gut, aber stört jetzt nicht, dass wir mal die Glasscheiben kaputt machen. Natürlich muss ich dann die Stelle hier noch ein bisschen ausleuchten. Wäre
Abreise ist unterwegs, Screenshot machen und Folge beenden.